Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde der Freiwilligen Feuerwehr oder der Berufsfeuerwehr. Ich bin hier bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr und wir machen heute mal einen Tag Rückwärtslaufen hier bei Notruf 112. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir werden jetzt uns Fahrzeug auswählen, und zwar den Tanklöschwagen oder das Fahrzeug, und ich werde das Ganze als Truppenführer betreten. Achtung, Durchsage. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF-2. Dornenkamp. Alles klar, Leute, wir haben es gehört. DLF2, Dornenkamp, wir sind am Start. Wir werden heute mal uns als Beifahrer in dieses wunderbare Fahrzeug setzen. Checkt die Lage aus, der NPC wird fahren. Und wir werden heute uns vielleicht vom Brandherd mal ein wenig entfernen. An die ganzen lieben Zuschauer da draußen, die mir die ganze Zeit Tipps und Ratschläge gegeben, macht es bitte weiterhin. Ich bin ein absoluter Feuerwehr-Noob. Wenn ich Sachen falsch mache, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Bin ich absolut dankbar dafür, für jeden Tipp. Ich möchte dann auch, wenn das Spiel später rauskommt, oh Gott, jetzt macht das Martin, sondern auch nicht die ganze Zeit verkacken, ja? Da ist natürlich eure Hilfe sehr, sehr gerne gesehen. So, ich glaube, hier waren wir schon mal. Brennt heute der Container, ich bin mal sehr gespannt. Und, sind wir angekommen? Ich glaube, okay, wir drücken Return, um die Mission zu starten. Alles klar, ich bereite alles vor, danke, warte auf weitere Anweisungen. Ah, okay, rechts Rauch, Rauchentwicklung auf der rechten Seite zwischen den Gebäuden. Kann ich auch bitte aussteigen? Ah ja, danke. So, der Kollege bereitet alles vor. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe meinen Helm auch an. So, was macht er denn jetzt? Gucken wir mal ein bisschen bei der Arbeit zu. Der macht gerade... das brennt ja schon wie Sau da hinten. Ich öffne mal hier für dich das Teil hier. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich diesen wunderbaren Stau hier rausnehmen muss. Und zwar das Schnellangriffsrohr. Ist über die Schnellangriffsvorrichtung mit der Pumpe des Fahrzeugs verbunden und ermöglicht die kontrollierte Löschwasserabgabe. Na, dann ziehen wir uns das Ding mal rein. Wir laufen natürlich einmal, wie es sich gehört, mit dem Feuerwehrschlauch um unser Fahrzeug rum. Nur um die Länge unseres Megastaus zu demonstrieren, einmal dabei, wie wir es können. Und fangen mal hier mit den Löscharbeiten an. So, rein mit dem Wasser. Erstmal in den Papiercontainer, alles klar. Ich gebe Meldung an die Leitstelle, macht es bitte. Vielen Dank, Kollege. Lösche Feuer, ich gebe mir größte Mühe. Wir werden auch mal hier um diese Paletten von rechts an den Brand dran gehen. Ich atme sehr schwer. Das scheint sehr anstrengend zu sein, der Job gerade. Und rein mit dem Wasser ins Feuer. Der rechte Container scheint langsam aufhören zu brennen. Das waren bestimmt wieder irgendwelche spielenden Kinder hier. Am Spielplatz sind wieder gezündelt und die Container angezündet. Ich frage mich aber auch, wer Europaletten neben die Container schmeißt. Jetzt gerade sieht das Feuer so ein bisschen aus, als würde das doch weiter brennen. Was ist da los? Beim Löschen muss ich noch ein bisschen üben. Da bin ich wirklich noch nicht so der Held. Aber es schaut so aus, als hätte ich hier... den Rauch müssen wir auch noch weg machen. Hier, komm. Alles klar, zweiter Container. Ab zur Biotonne. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist es bei euch auch das Grüne, auch die Biotonne, und das Blaue die Papiertonne? Bei uns in Bayern ist das so. Okay, ich lösche von außen irgendwie. Hier gibt es noch keine... Es brennt irgendwie durch den Container durch, aber anscheinend funktioniert es mit dem Löschen. Hier drüben die Fensterscheibe ist ein bisschen dreckig. Ich glaube, die mache ich nochmal sauber nebenbei, wenn ich schon mal da bin. Die Feuerwehr dann vorne und helfe. Ach, guck mal, ich kann sogar in den Container reingucken. Seht ihr jetzt... Oh, da ist noch ein Schwebrand. Hier, seht ihr dieses rote Ding da rechts? Da ist noch was hart am Brennen. Lösche das Feuer. Da war definitiv noch irgendwas drin. Ist auch voll geil, wie ich einfach in die Tonne reingucken kann. Ja, sieht gut aus. Warte auf weitere Anweisungen. Sehr gut. Leute, das war ein super Einsatz. Natürlich müssen wir den Schlauch wieder einsammeln, den wir gerade ausgelegt haben. Einmal wieder zurücklaufen. Halt, wobei, nee, der legt sich ja wieder nur rum. Wir können so ein lustiges Schlauchbild malen am Boden. Guck mal. Wir machen einfach so eine Art Rennstrecke, bauen wir hier. Seht ihr das? Oh, ablegen. Okay. Ich hab's abgelegt. Warte auf weitere Anweisungen. Geh zur Position. Oh, welche? Ah ja, warte mal. Ich muss wieder hier rüber. Okay, Entschuldigung. Ich habe fast die Position. Wasser, halt! Das war's. Das Feuer ist aus. Danke. Bring schnell Angriffsfeuer zurück zu... zurück zu wem? Zu Onkel Tom oder was? Alles klar, Truppenführer. Sehr gut. Ich glaube, ich muss meinen Schlauch wieder hier einlagern. Komm, Schlauch. Komm, komm, Baby. Komm, nimm mich. Nimm mich, Schlauch. Nimm mich. Geht's euch auch so aus der Ego-Perspektive? Das wäre ich auch ganz geil. Oh, ich kann... Ja, ich kann... Ich mache gerade mit dem Mausrad hin und her, aber ich glaube, naja gut, das funktioniert nicht so richtig. Hier wieder rein damit. Der Schlauch, zack, und ab geht die Post. Leute, Kirzig zur Wache, besteige das Fahrzeug. Easy, war ein super Einsatz. Ich glaube, das war in der dritten, wie soll ich sagen, das ist jetzt der dritte Teil von der Demo. Und es war der erste Einsatz, der wirklich funktioniert hat. Hey, Daumen hoch, Leute, Daumen hoch. Ich bin so happy. So, wir fahren zurück zur Wache, fahre mit nach Feuerwache. Wer auch immer das geschrieben hat, ja, der hat auch nicht ganz alle Tassen, ne? Unterm Schrank. Fahre mit nach Feuerwache.
Ja. Ich glaube, die hatten aber nicht den Platz da oben rechts. Ich bin auch mal sehr gespannt. Hier steht ja davor der Demo-Ende. Vielen Dank fürs Spielen. Da will ich unbedingt auch mal hin. Wir stehen jetzt an der roten Ampel. Das ist ja fast schon wie in GTA, wenn ich Real Life spiele. Im Übrigen, wer Bock hat, ich streame jeden Tag von 19 bis 21 Uhr auf YouTube und wieder auch auf Twitch. Wenn ihr da wollt, schaut mal vorbei. Wer gerne auf Twitch guckt, checkt mal die Lage aus. Wobei wir jetzt hier, da wir schon 2 Tage lang parallel gestreamt haben, festgestellt haben, dass auf YouTube der Codec und die Qualität einfach besser sind. Also qualitativ ist YouTube besser, auf Twitch ganz klar überzeugt einfach die Erfahrung im Livestreaming und der Chat ist da viel geiler. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, auf Twitch heiße ich RalfingerTV. Ja, twitch.tv/RalfingerTV ist die URL, Link auch wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten schreibt mir doch mal auch bitte, was ihr noch hier gerne sehen möchtet bei Notruf 112. Soll ich noch ein paar Fahrzeuge vorstellen in der Wache oder soll ich mir, weiß ich nicht, soll ich mir mal ein Tutorial reinziehen oder soll ich ein Tutorial für euch machen? Ich meine, ich bin dann auch nicht der was macht er ja schon wieder? Ich bin natürlich auch nicht der Held in diesem Spiel. Aber ich denke mal, mit jeder Aufnahme wird es von Tag zu Tag besser und ich gebe mir größtmögliche Mühe. So, wir fahren jetzt wirklich rückwärts hier rein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier keine freie Sicht habe. Boah, ist laut. Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, zurück im Gebäude. Endlich, ey. Ja, guter Einsatz. Danke. So, jetzt holen wir uns erstmal ein Käffchen, würde ich sagen. Oder was machen wir, Kollege? Wo gehst du? Ich folge dem einfach mal. Mal gucken, was der so macht nach dem Einsatz. Gibt es denn keine Einsatzbesprechung? Müssen wir jetzt die Papiere ausfüllen oder so? Oh, es geht schon wieder weiter. Aber ich kann, glaube ich, nur... Ja, ich kann ja, natürlich wieder diesen Einsatz... Machen wir den Einsatzleiter. Das war ganz gut. Okay, nächster Einsatz. Vorsicht. Ah, da kommt er wieder. Komm mal. Brandschutz. Containerbrand. Ah, Containerbrand. Für TLF-2. Ja, wer hätte das gedacht? So, auf geht's. Wieder rein in die Karre. Ich hoffe mich... Warte mal, Dornenkamp? War das nicht dieselbe Adresse wie vorhin? Wenn jetzt wieder derselbe Container brennt, ne? Ich glaube, es gibt 2 Container-Missionen in der Demo. Und ich muss auch wirklich sagen, dass wenn die KI fährt, da bin ich besser bedient, als wenn ich selber fahre. Was ist das da vorne für ein Auto? Ah, ist ein normaler LKW. Oh Gott, Martinshorn. Gott, bin ich erschrocken. Ah, guck mal, wir fahren jetzt im selben Container. Na, das ist ja natürlich toll. Pass auf, jetzt fährt die KI gleich gegen Auto und die Mission ist vorbei. So, wir wechseln jetzt mal die Einsatzkräfte, würde ich sagen. So, alles gleich bereit, alles vor, das ist gut. Weil ich werde jetzt mich mal ganz kurz zum Maschinisten hier befördern. Mach nochmal kurz das Ding hier auf. Und eigentlich sollte jetzt ja hier der Truppenführer, wenn ich mich nicht täusche, der sollte doch jetzt eigentlich... Warte auf Anweisung. Ich gebe dem einfach meinen Schlauch hier. Und wechsle die Einheit nochmal. So, mal gucken, ob der Truppenführer... Oh, der blinkt, guck mal, der macht Strobo-Party. Ich habe zwar auch keine Ahnung, was jetzt oben rechts mit dem Menü los ist und warum das Ding so blinkt wie sonst was. Aber ich glaube, ich muss mit dem Truppenführer nochmal... Okay. Und Wassermarsch, genau. Und jetzt wechsle ich wieder zum Maschinisten und... Oh, jetzt, super, jetzt bin ich wieder gefreezed hier. Was macht denn der da rechts? Ich will nicht freezen. Wasser, Wasser, Wasser. Okay, Einsatzkraft wechseln. Maschinist. Ach, fuck, man. Ein Altpapiercontainer, das dauert 40 Minuten. Alles klar. Ich kann mich gerade nicht bewegen mit der Person hier. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich lege das hier nochmal rein. Den Schlauch. Wechsel die Einheit. Zum Maschinist. Ah, warum kann sich der blöde Maschinist nicht bewegen? Nein, nein, nein. Wir nehmen wieder den Truppenführer. Sorry, der Brand muss kurz warten. Habt kurzes Verständnis. Ich würde nämlich gerne was ausprobieren. Ich wollte schon die ganze Zeit, da steht immer groß und breit, bitte geht da nicht hinter, weil Demo. Ich muss jetzt aber ausprobieren, was passiert, wenn ich da reingehe. Hier steht ein schöner MAS-Truck. Ich bin so gespannt, Leute, was passiert, wenn ich da rausgehe. Ah, gar nichts. Oh, nice. Das haben wir eine unsichtbare Wand. Okay. Ich habe auch gesehen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, irgendwie auf die Autobahn zu kommen. Man kann sich auch, glaube ich, durchglitschen durch dieses Demo-Ding da. Aber ich habe keine Ahnung wie. Naja gut, wir wollten es mal ausprobieren. Wir haben es gemacht. Funktioniert anscheinend nicht. Ist auf jeden Fall eine Mauer. So, dann zurück zum Brand, meine lieben Freunde. Geht ja schon richtig ab, die Party da hinten. Hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn wir den anderen Brandherd bekommen zum Löschen. Aber dem wollte wohl nicht so sein.
Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir lassen die AI den Brand zu Ende löschen, indem wir einfach den, wie heißt es den nochmal, schnell, das Schnellangriffsscore da rausnehmen. Werden die Figur wechseln, wir gehen zum Maschinisten und da drüben rechts rennt die AI los und wo auch, ah, da hinten ist er, okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben zwar, was macht er denn? Naja, gut. Er löscht auf jeden Fall das Feuer. Ich bin happy. Wenn ihr Vorschläge, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Tag. Hat mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaltet habt. Und checkt auch mal die Videos in der Endcard. Sehr coole Sachen von GTA. Vielen Dank fürs Reinschauen. Peace out.